Guten Abend, meine Damen und Herren. Dobry wieczór Państwu, buonasera tutti. Welcome everyone. Ich begrüße Sie zu unserer Webinarreihe. In diesem pandemischen Jahr ist es eine Webinarreihe, hoffentlich künftig eine Seminarreihe. Trialog, ein Gespräch zwischen den Experten aus drei Ländern, aus Polen, aus Österreich und aus Italien. Wir diskutieren über diverse Fragen der Verfassung, der Zukunft Europas, in diesem Jahr natürlich auch Impact von Pandemie. Wir hatten in diesem Jahr schon drei Webinare. Wir diskutierten über Impact von der Pandemie auf die Zukunft von den Universitäten, über Hate Speech in politischen Kampagnen und auch über die Zukunft der Arbeit. Heute werden wir über verfassungsrechtliche und institutionelle Herausforderungen der Polarisierung diskutieren und über Rechtsstaatlichkeit, Politik und digitale Medien in dem Zeitalter von der Digital Democracy. Wie gesagt, das ist in diesem Jahr unser letztes Treffen in dieser Webinarreihe Trialog. Ich bin ganz gespannt auf die Diskussion. Wir haben heute hervorragende Gäste, die diverse Disziplinen vertreten, die aus diesen drei Ländern kommen, aber auch, da das Thema heute auch irgendwie politisch geprägt ist, haben wir auch Experten, die in ihren öffentlichen Aussagen auch sich unterschiedlich positionieren, auf der konservativen Seite, auf der liberalen Seite. Ich denke, das ist der wirkliche Sinn eines Gesprächs, wenn sich einfach die Leute zusammentreffen, die auch diverse Werte und Weltvorstellungen vertreten. Deswegen bin ich ganz gespannt. Wir haben unter uns Medienwissenschaftler, wir haben Politikwissenschaftler, wir haben Historiker und wir haben Juristen. Und bitte erlauben Sie mir kurz, unsere Panelisten jetzt ganz kurz vorzustellen. Ich begrüße recht herzlich Frau Dr. Maren Beufort von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und auch Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Dr. Beufort ist Medienwissenschaftlerin mit Kompetenzen unter anderem in politischen Kommunikation, in digitalen Kommunikation, aus Social Media. Sie ist auch aktiv auf der europäischen Ebene. Zum Beispiel, sie ist Mitgliederin von Austria-Team, Media Pluralism Monitor der Europäischen Kommission. Ich begrüße auch Professor Lothar Hübelt, Professor für neuere Geschichte an der Universität Wien. Der war auch Gastprofessor an der University of Chicago. Der hat vielseitige Kompetenzen. Diejenigen, die für unser Gespräch heute ganz relevant sind, sind diejenigen, die sich mit Geschichte von Parlamentarismus befassen. Ich begrüße auch Professor Massimo Macciarelli von Universität Macerata aus Italien. Im letzten Jahr war ich selber Gastdozent kurz in Macerata. Ich bin sehr froh, dass Sie mit uns heute da sind. Professor Macciarelli ist Jurist und Rechtshistoriker. Er ist Vizedienst der Rechtswissenschaftlichen Fakultät an der Universität Macerata, auch Direktor des PhD-Programms in Law and Innovation. Der ist auch international tätig, zum Beispiel Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, wo er assoziierter Wissenschaftler ist. Der war auch Gastdozent oder Gastprofessor an zahlreichen europäischen Universitäten, darunter auch in Wien an Juridicum. Ich begrüße meine Kollegin Frau Professorin Renata Minkowska-Norchiene aus Polen, aus Warschau, von der Universität Warschau. Sie ist Politikwissenschaftlerin und auch in Polen Public Intellectual. Wenn ich Facebook aufmache, da sehe ich ganz oft Professor Renata sprechen. Sie ist regelmäßig eingeladen zu diversen Medien, dass sie laufende politische Fragen kommentiert aus der fachlichen Perspektive. Wir sind auch zusammen, das darf ich verraten, Mitglieder bei einer Initiative Youth. Das ist Abkürzung ins Deutsche würde ich das übersetzen als Inkubator eines sozialen Vertrages, wo wir auch Ideen entwickeln, wie wir die Polarisierung überwinden können. Renata, ich bin sehr froh, dass du mit uns bist. Und wir haben auch meinen Kollegen Dr. Jacek Sokołowski,
Der ist Jurist, Anwalt, aber auch Politologe, auch sehr begehrter Kommentator in Polen mit wunderbaren Analysen, die oft in Medien zu hören, zu sehen oder zu lesen sind. Und der ist auch tätig mit diversen Thinktanks, Jagiellonen-Club in Krakau. Aber auch, wir hatten auch einige Projekte mit dem Alejandro-Institut in der Vergangenheit gemacht. Der arbeitet an der Jagiellonen-Universität und ist Leiter des Forschungszentrums für quantitative Politikforschung. Jacek, ich bin froh, dass du mit uns bist. Somit dürfen wir jetzt in die Diskussion überspringen. Wir haben einige Themen, die wir besprechen wollen, aus diversen Perspektiven. Wie gesagt, wir bringen diverse Kompetenzen mit. Lassen wir uns mit dem Einfluss von Medien auf die Politik heute beginnen. Vor einigen Jahrzehnten, 1972, die berühmte Watergate-Affäre oder Skandal, angefangen mit den Beiträgen, mit dem investigativen Journalismus, Washington Post, New York Times, wie das alles beendet hat, wissen wir. Ja? Der Präsident Nixon musste zurücktreten. Das ist ein Beispiel, das wir international kennen, aber wahrscheinlich aus unseren Geschichten, unseren Ländern konnten wir auch solche Beispiele nennen, wo Medien dazu geführt haben, dass die Politiker, die hochamtigen Politiker zurücktreten mussten. Frage, inwieweit gilt das heute? Ob heute eine liberale oder eine konservative Zeitung etwas enthüllt? Kann man heute nicht einfacher als je zuvor dem entgegensteuern, dass man einfach das über andere Medien das diskreditieren und dass einfach die Wählergruppen, die für sich glaubwürdige Medien haben und dass wir keinen Common Denominator mehr haben? Können wir die Demokratie, die wir erlebt haben, überhaupt noch weiterführen mit dem Niedergang des Mainstreams, der konventionellen Medien, wenn wir zunehmend diese Polarisierung sehen auf den Social Medien, kann man überhaupt ohne die herkömmlichen Medien leben in einer Demokratie? Sollten wir die retten, so wie Werften oder in manchen Ländern diverse sensible Industrien? Ist es eine sensible Industrie, die wir retten müssen? Oder sollten wir Institutionen entwickeln, die einfach Demokratie aufrechterhalten ohne die traditionellen Medien? Das ist meine einführende Frage. Und ich würde jetzt alle bitten, beginnend mit Frau Dr. Baufort, dazu kurz oder länger Stellung zu nehmen. Bitte. Guten Abend. Zunächst vielen herzlichen Dank für Ihre freundliche Einladung und die Organisation dieses Webinars zu einem so wichtigen, interessanten, aktuell relevanten Thema. Und ich freue mich sehr, hier einen kleinen Beitrag leisten zu können. Ich forsche seit vielen Jahren aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive zu Demokratie, Demokratie und Öffentlichkeitstheorie und Demokratieentwicklung und damit im Brennpunkt kommunikationspolitikwissenschaftlicher und mediensoziologischer Auseinandersetzungen. Mein besonderes Interesse gilt hier der Rolle der Medien und ich arbeite gemeinsam mit meinem Kollegen Josef Seethaler seit einigen Jahren für die Europäische Kommission als Expertin für den österreichischen Part des Media Pluralism Monitor. Das ist ein Forschungsinstrument zur Früherkennung potenzieller Risiken für die Unabhängigkeit und die Pluralität der Medien in allen 27 EU-Mitgliedstaaten, Albanien und der Türkei und ist entstanden als Teil der Digital Single Market Strategy der Europäischen Kommission. Ich sehe also vor diesem Hintergrund auf unser erstes Thema, das ich außerdem mit einigen empirischen Studienergebnissen verknüpfe, die unsere Analysen am Institut für Vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung ergeben haben. Wenn es um Medien und Demokratie geht, wird oft auf den medienstrukturellen Wandel fokussiert, dessen Auswirkungen man schließlich eine Gefährdung der Demokratie zuschreibt, weil angezweifelt wird, dass die veränderte Medienlandschaft noch in der Lage sei, Öffentlichkeit demokratisch herzustellen und so in eben Demokratien die Selbstbeobachtung und Selbstverständigung der Gesellschaft zu organisieren. Das lässt sich empirisch aber nur zum Teil zeigen und lässt häufig Aspekte außer Betracht, die auf sehr, sehr viel tiefgreifendere gesellschaftliche Veränderungsprozesse zurückzuführen sind, wie zum Beispiel jenem, dass sich auch das Demokratieverständnis im Wandel befindet. Und diese tiefgreifenderen gesellschaftlichen Wandlungsprozesse sind jedenfalls nicht unabhängig vom Medienwandel zu sehen, der sich sowohl angebots- als auch nutzungsseitig vollzieht. Vielleicht können wir im Zuge unseres dritten Themas hier auch
in einige Details einsteigen. Fest steht jedenfalls, dass die Medien eine öffentliche Aufgabe erfüllen und dass es dafür einer verfassungsrechtlich garantierten Rede-, Meinungs-, Versammlungs-, Presse-, Informationsfreiheit und eines pluralen, unabhängigen Mediensystems bedarf. Dahingegen zeigen einige aktuelle Ergebnisse unseres Media Pluralism Monitor in unseren drei Ländern, also sowohl Polen, Italien als auch Österreich, ein Risiko. Und zwar vor allem in den Bereichen Eigentumskonzentration, Marktvielfalt, redaktionelle Unabhängigkeit, sowohl ökonomisch als auch politisch. Und durch ungleiche Zugangsbedingungen von der Nutzungsseite. Das sind zunächst die Rahmenbedingungen für demokratisch relevante Medienleistungen. Damit lässt sich vor allem zeigen, dass es ein über die Jahre zunehmendes Pluralismusproblem gibt, wohingegen Medienpluralismus der Schlüssel zu jeder Form demokratischer Öffentlichkeit zu sein scheint. Wie ich zuletzt in meiner jüngsten empirischen Studie zur österreichischen Mediennutzungssituation zeigen konnte. Denn aus diesen Befunden geht hervor, dass jene Nutzer, deren Medienrepertoires, also die Gesamtheit der von ihnen genutzten Medien zur Befriedigung ihres Informationsbedürfnisses, besonders breit und damit plural zusammengesetzt sind, zugleich auch jene Nutzer sind, die politisch am interessiertesten und in welcher Form auch immer am aktivsten sind. Anders verhält es sich bezogen auf die von Ihnen angeführte Schrumpfung des Mainstreams. Tatsächlich beobachten wir eine strukturelle Entwicklung weg von sogenannten Low-Choice-Media-Environments hin zu High-Choice-Media-Environments. Eine Ausdifferenzierung des Medienangebots also, für die allerdings gezeigt werden konnte, dass sie a. zwar mit einer Veränderung des Nutzungsverhaltens einhergeht, nicht aber mit der häufig postulierten Publikumsfragmentierung entlang thematischer und politischer Grenzlinien. Vielmehr scheint es so zu sein und können wir das mit unseren Studien auch zunehmend empirisch zeigen, dass unterschiedliche Medien für unterschiedliche Demokratieverständnisse unterschiedlich funktional sind. Während nämlich klassische Medien eng mit einer demokratischen Öffentlichkeit verbunden sind, wie sie einer liberal-repräsentativen Demokratie entspricht und in diesem Kontext auch nach wie vor als glaubwürdig wahrgenommen werden, sind digitale Medien, auch digitale soziale Medien, schon aufgrund ihres vernetzenden und distributiven Potenzials eher für partizipatorische Vorstellungen demokratischer Öffentlichkeit funktional. Und funktional meint hier die Erbringung demokratischer Medienleistung. Diese unterschiedlichen Zugänge zu demokratischer Öffentlichkeit schließen einander nicht aus und existieren in den Gesellschaften nebeneinander. Allerdings mit einem klaren Trend in Richtung eher unmittelbarer Teilhabebedürfnisse der Bürgerinnen an den politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen. Möglicherweise ergibt sich auch hier im Zusammenhang mit unserem dritten heutigen Thema eine Möglichkeit, ein wenig mehr ins Detail zu gehen. Aus dieser Perspektive jedenfalls ist die postulierte Schrumpfung des Mainstreams weniger mit einem Untergang der Demokratie als vielmehr mit veränderten sozialen Praktiken, demokratischen Handlungslogiken und medialen Rollenzuschreibungen assoziiert. Besonders zu schützen sind daher meines Erachtens die demokratisch-gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des gesamten Mediensystems wie Freiheit und Unabhängigkeit, nicht einzelne Medientypen. Demokratische Leistungserbringung kann angebotsseitig durch entsprechende Anreize in der Medienförderung erreicht werden und plurale Mediennutzung durch Maßnahmen zur Medienkompetenz medienpolitisch gefördert werden. Bezogen auf Ihre Frage zur funktionellen Substitution stellt sich mir die Situation daher so dar, dass auch die Nutzer insofern aktiv zu sein scheinen, als sie die mögliche Funktion der Medien mitbestimmen und diese nicht nur aus den medialen Strukturmerkmalen ableitbar ist. Lassen Sie mich abschließend noch rasch ergänzen, dass die von Ihnen angesprochene Abkehr von klassischen Medien gerade in Ländern wie Polen und Italien im Bereich der politischen Kommunikation noch gar nicht so stark im Gange ist wie in den nord- und mitteleuropäischen Staaten oder gar in den USA. Wir haben das ländervergleichend ausgewertet im Jahr 2017 und das hat ergeben, dass die politische Information in beiden Ländern nach wie vor vom Fernsehen dominiert wird, mit vergleichsweise hohen Vertrauenswerten auch, dass digitale soziale Medien wenig Rolle spielen in diesen beiden Ländern, also es nutzt nur einer von 7 sozialen Medien für politische Kommunikation. In Österreich ist es beispielsweise einer von 4. Dafür besteht in Österreich ein deutlich höheres Vertrauen in alle Medien und demokratischen Institutionen, während in Polen und Italien bei den unter 24-Jährigen Vertrauen in soziale Medien enorm ist, aber nur bei diesen. Und auch nur, wenn soziale Medien tatsächlich genutzt werden. Das wäre dann, also
Soziale Medien werden in dieser Altersgruppe doppelt so viel genutzt wie in anderen Altersgruppen, also 2 von 7 Personen. In Österreich ist es im Vergleich 60%. Aber, und das möchte ich erneut betonen, geht die Nutzung dieser unterschiedlichen Medientypen zur Befriedigung der gesellschaftlich-politischen Informationsbedürfnisse mit unterschiedlichen Vorstellungen einer demokratischen öffentlichen Sphäre einher. Ja, soweit mein Beitrag zu Ihrer ersten Frage. Ja, vielen herzlichen Dank. Jetzt in alphabetischer Reihenfolge eine andere Perspektive auch aus Österreich. Professor Hübelt, Sie haben das Wort. Bitte. Naja, empirisch kann ich da wenig beitragen, weil in den Zeiten, mit denen ich mich beschäftige, haben wir solche Studien nicht. Ich glaube, was interessant ist für den Historiker, der jetzt etwa die Zweite Republik 50er, 60er Jahre studiert hat, ist, dass die Medien nicht nur viel vielfältiger geworden sind, sondern dass auch ganz andere Themen dabei sind. Was wir heute unter Medien, die sozialen Medien haben, ist eigentlich die Welt im Maßstab 1:1 aller Stammtischgespräche. Das lässt sich alles sozusagen mitverfolgen. Das gab es in den 50er, 60er Jahren nicht. Unabhängigkeit der Medien, sehr schwierig. Wir haben heute Konzentrationstendenzen. Wir hatten in den 50er, 60er Jahren in Österreich, Italien würde ich mich jetzt nicht ganz trauen zu sagen, aber wohl ähnlich, fast nur Parteizeitungen. Das heißt, das war in gewisser Weise von der ökonomischen Struktur her vielfältiger. Das waren ganz unterschiedliche Eigentümer. Es war nicht so konzentriert, Gokovac und so weiter. Aber es waren natürlich nicht unabhängige Medien in dem Sinne. Also die Frage, was ist Unabhängigkeit? Auf der anderen Seite war es verlässlicher. Ich wusste genau, wenn ich diese Zeitung aufschlage, dann bekomme ich die Stellungnahme einer ganz bestimmten gesellschaftlichen Gruppe, nahezu sozusagen mit Gütesiegel. Die wollen das so, die sehen das so. Ich kann mich also leichter informieren. Das ist heute schwieriger geworden. Uns fallen leicht Medien ein, die jede Woche einen anderen Standpunkt vertreten, je nachdem, ob gerade Anzeigen geschaltet werden oder nicht. Also sehr anekdotisch formuliert. Die Medien werden sich immer ändern. Die Frage ist, ob sie die Wähler so sehr bewegen. Also Sie haben gesagt, Watergate, Nixon. Mir ist aufgefallen, dieses herrliche Beispiel im Jahr 1966, ein Wahlkampf natürlich mit vielen Skandalen, aber es gab einen Riesenskandal, der wenige Tage, Wochen vor der Wahl von Sozialisten produziert wurde oder in die Öffentlichkeit gebracht wurde, der Autobahnbauskandal. Erfolg war, die Konservativen haben die absolute Mehrheit gemacht. Das hat niemand interessiert. Das heißt, die Frage sozusagen, reagiert der Wähler auf diese Schocker, auf diese Dinge, die ihm die Medien bringen? Wir sind inzwischen gewohnt, dass wir in der letzten Woche vor der Wahl immer wieder solche Schocker serviert bekommen, die günstig platziert sind, weil man nicht rechtzeitig darauf reagieren kann. Wenn da nicht einer im Moment sofort mit dem richtigen Sage da ist, ist die Chance vorbei. Wir hatten zum Beispiel eine Geschichte vor 10, 15 Jahren, dem regierenden Bundeskanzler wurde vorgeworfen, er hätte eine illegale Putzfrau beschäftigt, eine illegale Nurse für seine Schwiegermutter. Die Geschichte war von Anfang bis Ende erfunden, wurde nach der Wahl auch vollkommen zugegeben, aber da war es zu spät. Das heißt, vor 50 Jahren hätte diese Geschichte niemanden bewegt. Es hätte niemand deswegen anders gewählt. Inzwischen ist der Verdacht sehr groß, dass sehr wohl diese Geschichten in letzter Minute Wähler bewegen und dass Medien hier eine gewisse Rolle haben. Das hängt dann mit dem zweiten Punkt zusammen, Parteienstruktur, was verstehen wir unter Polarisierung? Es gibt dieses seltsame System, dass die Medien immer Angst vor der Politik haben und die Politiker immer Angst haben vor den Medien. Das ist offenkundig ein System einer gegenseitigen Instrumentalisierung und Beeinflussung. Wer hat da wirklich recht? Das hängt sehr stark nicht nur mit der Struktur der Medienlandschaft zusammen, sondern auch mit der Struktur der Politik. Dass in Amerika, das damals 1972 so eine große Wirkung haben konnte, hängt ja unter anderem zusammen mit der Struktur der dortigen Parteien. Dass eben jene eingefleischte Solidarität der Partei, wenn jemand angegriffen wird, stellen sich alle hinter ihn, dort nicht gegeben ist. Weil da, wie jemand einmal gesagt hat, im amerikanischen Kongress gibt es nicht 2 Parteien, sondern 435 Parteien. Weil jeder ist eine eigene Partei, jeder ist gegen jeden. Inzwischen tendieren wir auch mehr in diese Richtung. Das heißt, ich würde die Medienlandschaft doch sehr viel mehr mit der politischen Landschaft korrelieren
und bei der politischen Landschaft, das macht die Medien, die Bedeutung der Medien aus. Wir kommen bei der Polarisierung vielleicht noch drauf. Das Wesentliche ist, dass wir in den 60er Jahren über 90% Wahlbeteiligung hatten. Das heißt nicht, dass die Leute wahnsinnig politisch interessiert waren, aber sie gingen regelmäßig zur Wahl und regelmäßig über 90% wiederum für dieselbe Partei. Inzwischen haben wir eine Wahlbeteiligung von knapp über 50%. Vielleicht bei Nationalratswahlen 60, 70. Und das führt dazu, dass allein die Frage der Mobilisierung, die damals nicht gegeben war, man ging einfach hin, dass die Frage, kann ich meine Anhänger zur Wahlurne bringen oder sind die nicht so rational, dass sie sagen, was verdiene ich dadurch, ich bleibe daheim. Also da haben die Medien eine Rolle, die hatten sie damals nicht. Und damit werden die Medien interessanter, damit wird es auch interessanter, die Medien zu kontrollieren. Wir hatten in den 50er Jahren das System, der Politiker beantwortet nicht nur die Fragen, sondern schickt dem Journalisten vorher die Fragen, die er gerne gestellt hätte. Ne? Das haben wir heute in der Form nicht mehr. Wir haben dafür andere Unsitten, aber die Medien sind nicht so losgelöst von der Frage, wie kann ich die Wahlen beeinflussen? Und da ist weniger die Frage meines Erachtens Polarisierung, aber dann kommen wir schon zum Zweiten, sondern die Apathie. Die meisten Leute gehen tendenziell nicht mehr hin. Die Nichtwähler sind in den meisten Demokratien die größte Partei. Das waren sie in den USA jetzt natürlich auch wieder. Und wenn so eine Situation gegeben ist, sind Medien wichtig. Wenn 100% Parteimitglieder sind und automatisch hingehen, dann sind sie völlig uninteressant. Danke. Ja, vielen Dank. Zu der letzten Anmerkung. Mit der wachsenden Polarisierung geht die Wahlbeteiligung eher nach oben. Also das ist zum Beispiel, was wir in Polen beobachten in den letzten Jahren. Da gehen immer mehr Wähler. Aber es gibt relativ wenige, die deswegen alleine sagen würden, das ist die Blütezeit von der Demokratie. Alleine deswegen, weil die Leute einfach zu Wahlen gehen. Ja? Das war zu der letzten Anmerkung. Ich würde jetzt unseren italienischen Kollegen Professor Macciarelli auch um kurze Kommentierung bitten zum selben Thema. Ja, vielen Dank. Ich möchte auch mich sehr herzlich bedanken für die Einladung und für die Möglichkeit, an diesem Dialog teilzunehmen. Meine Betrachtung ist von der Perspektive der Rechtswissenschaft. Diese neue Media unterscheiden sich genügend von denen, die in den europäischen Demokratie traditionell die politische Kommunikation vermittelten. So, die Frage und die Sorgen sind nachvollziehbar. Aber als Jurist, ich glaube, dass dieses Problem nur in sehr geringem Maße durch das Recht gelöst werden könnte. Das Recht kann Mechanismen und Verfahren regeln, damit Institutionen auf demokratische Weise funktionieren. Es kann grundlegende Prinzipien und Werte festlegen, die mit der Gedankenfreiheit oder Pressenfreiheit zu tun haben, so wie schon erwähnt. Aber es kann nicht in die sozialen Verfahren der politischen Konsensbildung einzugreifen. Vielleicht liegt an diesem Vorverständnis, dass ich überlege, dass wenn wir mit Sorge über dieses Szenario nachdenken sollen, müssen wir aber auch vielleicht nicht unbedingt eine also pessimistische Haltung einnehmen. Der Zweifel an der Unmöglichkeit der Verwirklichung der Demokratie oder an ihren Unvollständigkeit ist ein wiederkehrendes Thema in zeitgenössischen Rechtsdenken über Demokratie. Offensichtlich ist es ein performativer Zweifel in dem Sinne, dass er dazu dient, ein kritisches Denken über die Möglichkeitshorizonte der Demokratie in der Gegenwart in Gang zu setzen. In der Tat hörte die Demokratie nicht auf, ein Projekt für die Gesellschaft zu sein, auch wenn als Verfassungsformat schon etabliert ist. Daher ist die Demokratie aufgefordert, sich ständig zu aktualisieren. So, die Instrumente der politischen Kommunikation können sich im Laufe der Zeit verändern und ihre Veränderung kann Fragen nach der Stabilität der demokratischen Institutionen
aufwerfen und wir können überlegen über mögliche Änderungen der Format, ne, unserer Institutionen. Ich glaube jedoch, dass eine stärkere Herausforderung für die Demokratie eher vor der Veränderung der sozialen Strukturen ausgeht, als von den Instrumenten der politischen Kommunikation. Vielen Dank. Und da bin ich gespannt auf die Reaktion einer Politikwissenschaftlerin, ob sie damit einverstanden ist. Professor Minkowski-Kerner, wenn ich bitten darf. Ja. Okay, danke schön. Vielen Dank auch für die Einladung und ich entschuldige mich im Voraus für mein Deutsch. Also es war gut im Jahr 2003, aber seitdem spreche ich ungefähr einmal pro Jahr und naja, eine Stunde lang Deutsch. Also, und das ist jetzt in diesem Jahr. Ja, also ich werde meine Aussage wahrscheinlich mit ein paar losen, aber meiner Meinung nach wichtigen Kommentaren beginnen. Erstens ist Twitter, über das sich Politiker und Analysten sehr freuen, aus Wählersicht keineswegs ein relevantes Medium. Okay? Vielleicht lohnt es sich daher, mehrere wichtige Bereiche verschiedener Medien hier zu unterscheiden und in diesem Zusammenhang die Veränderungen in diesem Bereich zu bewerten. Und zuerst ich möchte beginnen mit traditionellen Medien. Also laut verschiedenen öffentlichen Meinungsumfragen, sie lernen über 70% Polen die Politik aus dem Fernsehen, etwa 40% aus dem Internet und ähnlich aus Presse und Radio und nur 20% aus sozialen Medien bekommen. Das ist natürlich für Jung und Alt unterschiedlich. Aber das bedeutet, dass traditionelle Medien an erster Stelle stehen und die politische Sichtweise aus der Sicht von Twitter täuschen, okay, kann. Darüber hinaus verbringen die Polen noch etwa 4 Stunden täglich mit Fernsehen und ja, und über 43%, das möchte ich auch unterzeichnen, Polen sehen täglich TVP, also das ist Nationalfernseher. Und 40% der Haushalte haben nur Zugang zu öffentlichen Fernsehinformationskanälen. Also das liegt in den Händen der Behörden in Polen und wird ganz ehrlich, für Propaganda verwendet. Die Medien sind nicht wirklich parteiisch in Polen wahrscheinlich, sondern in den Händen von Recht und Gerechtigkeit und darüber hinaus in Polen. Also 60% Polen lesen die Presse. Die lokale Presse wurde fast vollständig von Orlen übernommen und Orlen ist ein staatliches Unternehmen. Elektronische Medien sind also wichtig, aber aus politischer Sicht würde ich sagen, sind immer noch nicht die wichtigsten. Laut Manuel Castells, also einem herausgehenden Forscher für die Bedeutung der Medien in der Politik, er hat sich der politische Krieg im Sinne von Politics von Straßen und Plätzen auf die Medien verlagert. Und ich möchte Castells hinzufügen, dass die Politik selbst, wenn sie auf die Straßen und Plätze zurückkehrt, und in Polen ist das so, immer noch von den Medien beeinflusst wird. Also wie die Medien zeigen, welche Auswirkungen die Proteste haben werden. Wenn wir von Protesten sprechen, wenden wir uns dem Bereich der zweiten Bedeutung der Medien zu, in dem soziale Medien eine Rolle spielen, nämlich dem Bereich des politischen Protests in einer Welt, in der die parlamentarische Debatte mit der Opposition entweder nicht mehr attraktiv ist oder einfach unmöglich oder falls möglich.
sondern ein Bild, das die Vorstellungskraft anspricht und das eine oder andere Seite der politischen Szene diskreditiert. Und hier ist die offensichtliche Rolle der sozialen Medien ein Feld für Demonstranten auf der Straße und für diejenigen, für die weder die Behörden noch die faule Opposition, als das ist in Polen, Raum geben würden, ihre eigene Meinung zu äußern. Okay, also soziale Medien sind auch Bürgerjournalismus, Beweise für illegale Handlungen der Behörden, zum Beispiel eloquent dokumentierte, eloquent dokumentierte und vorbereitete Fotos von Barbara Nowacka, einer an politischen Frauenprotesten teilnehmende Abgeordnete, die trotz Vorlage ihres Personalausweises mit Gas besprüht wurde. Unterstützung für soziale Bewegungen, okay, wie von Frauen in Polen. Schließlich ist es eine Chance, und hier Twitter spielt eine Rolle, für interessante Kommentatoren der politischen Situation, okay. Sie könnten keine Chance wahrscheinlich im Fernsehen haben. Daher spielen soziale Medien eine große positive Rolle für die Leistung der Zivilgesellschaft in aufstrebenden demokratischen oder autoritären Ländern, zum Beispiel arabischen Frühling. Also die gleichen Pluspunkte? Natürlich nicht. Und hier möchte ich Robert Gorver aus Oxford zitieren. Er hat einen Bericht erstellt, der zeigt, dass ein Drittel des polnischen politischen Internets aus Bots, Trollen und gefälschten Nachrichten besteht. Und beängstigend aber ein Drittel von dem, was wir über Politik lesen, ist nicht wahr. Und die Rechte sind besser darin, im Internet Böses zu produzieren als die Linke. Das ist auch im Bericht. Ein weiteres Problem sind die Blasen und die verzerrte Sicht auf der Welt, die sich auf die politischen Entscheidungen auch auswirken und nicht das vollständige Bild der Situation vermitteln, auch für Kommentatoren wie ich. Aber haben Journalisten eine Rolle in sozialen Medien? Ja. Also, denn Facebook ist voll von Links zu traditionellen Medien oder traditionellen Medienportalen, in denen Journalisten das Niveau immer noch im Auge behalten können. Und schließlich die Rolle der Europäischen Union. Die Europäische Union unternimmt massive Schritte, um die Bürger von dem Drama des Lebens in einer imaginären Medienwelt zu schützen. Und große Technologiefirmen, das ist eine Nachricht von gestern, denke ich, große Technologiefirmen werden jährlich überprüft, wie sie illegale und schädliche Inhalte gemäß den von der Europäischen Kommission vorgelegten neuen Regeln bekämpfen. Es sind auch neue Beschränkungen geplant, noch geplant, um die Verwendung der Kundendaten zu regeln und zu verhindern. Dass die Unternehmen die eigene Dienste irgendwie in so Ergebnissen und App Stores über die der Wettbewerb stellen. Also das ist schon viel und daher liegt es im politischen Interesse der Gesellschaften, die Maßnahmen der EU in diesem Bereich zu unterstützen und höchstwahrscheinlich auch die Europäische Union einfach zu unterstützen. Und wahrscheinlich, hier stoppe ich, vom politischen Standpunkt ist das alles sehr kompliziert, aber mindestens gibt es schon etwas gemacht, ist etwas gemacht. Danke. Vielen herzlichen Dank. Wir haben eine juristische und eine politikwissenschaftliche Perspektive gehört. Und jetzt darf ich einen Juristen und Politologen zugleich um Kommentierung bitten. Herr Dr. Sokołowski, bitte.
Vielen Dank. Es ist mir eine große Freude, hier heute Abend an diesem Webinar teilnehmen zu dürfen. Ja, es gibt natürlich eine enorme Menge von Problemen, die wir nennen und diskutieren könnten betreffend der Medien in Hinblick auf die These, die von Professor Radwan hier als Einführungsthese gestellt worden ist. Ich würde drei Hauptprobleme nennen, drei Hauptprobleme identifizieren wollen, die, glaube ich, oder auf die große Massen all die anderen zurückgeführt werden könnten. Und das ist nämlich ein ökonomisches Problem, ein psychologisch-technologisches Problem und ein politisches Problem. Erstens, es ist natürlich relativ banal, wir wissen alle, aber keiner hat das noch gesagt, dann sage ich es. Die Globalisierung hat die Mittelschicht erschwächt, der Mittelklass ist kleiner geworden und geschwächt geworden und Mittelschicht ist die eigentlich die Gruppe, auf deren die Demokratie ruht. Demokratie ist ein politisches System, das von der Mittelschicht aufgebaut worden ist, parallel zu dem Rechtsstaat oder Rule of Law. Und mit der Schwächung der Mittelschicht beobachten wir auch parallel Probleme, politische Probleme der Demokratie. Und natürlich Mittelschicht war diejenige, die an eine echten und fairen Informationen am meisten interessiert war. Sie war bereit, die Mitglieder der Mittelschicht waren auch bereit, für die objektive Information zu bezahlen. Mit dem Prozess des Schrumpfens von dieser Gruppe natürlich ist es für die Medien schwieriger, in das Prozess des Informierens zu investieren, denn es sind nicht mehr die Leute, die die Zeitungen kaufen, die Medien finanzieren, das sind jetzt die Firmen, die Werbungen kaufen. Und das ist eine Problemgruppe, die wir auf dieses ökonomische Phänomen einigermaßen zurückführen könnten. Zweitens, die technologische Entwicklung hat die Möglichkeiten des psychologischen Erlebens enorm aufgebaut, bietet uns eine Vielfalt von Möglichkeiten, dass wir verschiedene Sachen erleben. Ich habe den Eindruck, der Mensch jetzt kommt in die Epoche, in der wir mehr und mehr erleben wollen. Erleben ist ein Schlagwort dafür, was ein Mensch in der Welt jetzt vor allem sucht. Und Information, informiert zu sein, eine Information zu bekommen, ist natürlich auch eine Art Erlebnis. Aber früher, 50 Jahre her, 40 Jahre her, objektiv informiert zu sein, war noch ein attraktiver Erlebnis. Heute ist es nicht mehr. Heute die Leute, insbesondere die jüngere Generation, wenn wir uns diese digitale Welt vorstellen, das ist eine Welt, in der der Kunde oder der User auf unterschiedlichste Weise verschiedene Erlebnisse zu bekommen hat. Der hat natürlich der ganze Cyberwelt von den Videogames und so weiter, aber etwas, was wir heute Information nennen, wird sehr oft auf eine solche Weise zugestellt, zugeliefert, dass der Sinn von dieser Aktivität ist es nicht, den Kunden zu informieren, ist ihm ein Erlebnis zur Verfügung zu stellen. Und das machen auch die Medien des Mainstreams. Natürlich, das können wir Clickbait nennen. Natürlich, die Medien wollen neue Kunden anziehen. Aber das sehen wir vor allem in diesem Phänomen von verschiedenen Gruppen, auch Verschwörungstheorien oder selbsternannten Internet-Gurus, die verschiedene Sachen ihren Zuhörer oder sogar Gläubiger erzählen und diese Erzählungen, die sind immer mit verschiedenen Informationen gemischt, mit falschen und mit echten.
Ich betone das so stark, denn ich finde es wirklich tatsächlich wirklich. Ja, das ist etwas, was die Medien, alle Medien beeinflusst. Und jetzt schließlich das dritte Phänomen, das, was ich politisches Phänomen nenne, aber natürlich auf all diesen, was ich bis jetzt genannt habe, auch aufgebaut ist, ist dieses Phänomen von riesen Social Media, aber auch riesen Korporationen, die etwas ganz Neues sind, etwas, was vorher in der Geschichte nicht existierte, die supranationalen Media, Facebook vor allem, aber auch Twitter, aber auch andere Media, die auch sehr wenig mit Informationen zu tun haben, wie Instagram. Die haben gewisse Features sozusagen, die keine frühere mediale Konzerne zur Verfügung hatten. Die sind, wie gesagt, übernational und ich nenne das supranational, denn sie einigermaßen sich über die Nationalstaaten positionieren können. In einiger Hinsicht dann sind sie fast so stark wie Nationalstaaten und Nationalstaaten sind bis jetzt nicht imstande, sie zu kontrollieren. Wir haben das vor kurzem gesehen, als die Tweets von dem amerikanischen Präsident vom Twitter zensiert worden sind. Ja? Egal, was er gesagt hat, ob das sehr schlimm war oder nicht, aber es gab auf dieser Welt jemanden Anonymen, der dem Präsidenten von den Vereinigten Staaten einfach die Stimme gekurbelt hat, ja, weggenommen hat. Einigermaßen. Die sind also in einigen Aspekten stärker, behaupte ich, als die Nationalstaaten und die lassen sich momentan von den Nationalstaaten nicht kontrollieren. Sie sind imstande dafür, die Bürger von diesen Nationalstaaten zu, vielleicht noch nicht zu kontrollieren, aber sehr stark zu beeinflussen. Und diese supranationalen Medien sind ein Mittel, die Regierungen sehr stark zu beeinflussen. Auf verschiedene Weise, direkt oder indirekt. Ich werde gerne ein paar Beispiele besprechen bald, aber jetzt versuche ich das Phänomen zu beschreiben. Und die eigentlich haben gar nichts mit den traditionellen Medien zu tun, in dem Sinne, dass ihr Hauptziel, dass ihre ganze ökonomische Existenz nur darauf besteht, dass sie Werbungen verkaufen. Das heißt, diese Medien wie Facebook, wie Instagram, ihr ganzes Businessmodell besteht darin, dass ihre Kunden nicht die Leute sind, die den Inhalt lesen, die den Contents lesen, sondern die Kunden sind die Firmen, die die Werbungen kaufen. Das Produkt, was von diesen supranationalen Medien verkauft wird, sind wir. Oder genauer gesagt, unsere Aufmerksamkeit. Sie versuchen uns zu lenken, zu halten, um unsere Aufmerksamkeit an den echten Kunden zu verkaufen, sozusagen. Ja, uns die Werbung zu zeigen. Das ist der Sinn der ganzen Operation. Und das ist bekannterweise etwas, womit wir gar nicht wissen, was wir anfangen könnten. Und ich glaube, was uns noch erwartet, das ist eine Rivalisation, ein Wettbewerb zwischen den Nationalstaaten und diesen supranationalen Medien. Wir haben schon gesehen, die Versuche, irgendwie Einfluss auf diese Medien zu nennen. Wir haben Zuckerberg von dem amerikanischen Senat gesehen. Wir beobachten die Versuche von der Europäischen Kommission, diese Medien einigermaßen zu zügeln. Das wird noch lange dauern. Und der Outcome sozusagen, der Effekt ist sehr schwer vorzusehen. Möglicherweise sollten wir uns damit rechnen, dass jetzt endlich der nationale Staat in eine echte Krise gerät. Die Krise von dem nationalen Staat wurde schon seit langem angekündigt und irgendwie hat sich nie komplett materialisiert. Also der nationale Staat hat sich viel stärker erwiesen, als manche es glauben wollten. Aber jetzt tatsächlich gibt es etwas, was mit uns bleibt, was über diesem nationalen Staat ist und diesen nationalen Staat sehr stark beeinflussen kann. In die Richtung einer Symbiose geht, denn diese Strukturen können ja auch einigermaßen schmelzen. Ja? Letztendlich haben zwei Jahrhunderte her, hat ja auch die
Monarchie mit einem nationalen entstehenden nationalen Rechtsstaat ist zusammengeschmolzen, etwa in Preußen. Ja, das ja war ja auch ein Prozess, der vielleicht nicht zu erwarten wäre aus der Perspektive des 18. Jahrhunderts, aber es ist doch geschehen. Also quasi parallel zu dieser Geschichte kann auch eine Symbiose zwischen den supranationalen Medien und Nationalstaaten entstehen oder möglicherweise kann es in eine andere Richtung gehen. Und hierzu habe ich meine beliebte Vision, die ist natürlich komplett unrealistisch momentan, aber aus einem so idealistischen Gesichtspunkt möglicherweise wünschenswert, dass falls die supranationalen Medien tatsächlich mehr und mehr politische Macht bekommen sollten in der Zukunft, und das halte ich für wohl möglich, dann eine rationale Lösung wäre natürlich, dass sie nicht dem Businessmodell untergeordnet sind, sondern dass sie einem demokratischen Modell untergeordnet sind. Das heißt, ihre Boards, ihre Vorstände sollten wie Regierungen betrachtet sein und sollten von den Menschen gewählt werden, die einigermaßen, die in gewissen Aspekten von diesen supranationalen Medien regiert werden. Das ist natürlich eine eher Metaphore und wie gesagt etwas sehr unrealistisch an diesem Punkt der Geschichte, aber möglicherweise auch ein Szenario, das in einigen Jahren in Betracht genommen werden könnte. Und noch ganz kurz, weil ich glaube, ich habe schon mehr Zeit genommen als 3 Minuten, nur ein paar Beispiele von diesem sozialen Medien, die Internetblasen, das ist natürlich eine sehr bekannte Sache, die Isolierung von Bürgern, die Meinungsisolierung auch, die nur das hören, was sie hören wollen und dann konfrontiert mit einer anderen Meinung, sind gar nicht bereit und gar nicht imstande, mit dieser anderen Meinung zu diskutieren wollen, das total pauschal ablehnen, ist klar. Aber gerade aus der polnischen politischen Bühne, die letzte Zeit wurde der Name von unserem Justizminister Zbigniew Ziobro, glaube ich, er ließ von sich hören, auch im Westen. Das war nämlich seine Initiative, dass Polen EU-Budget blockiert. Ja? Und das war sein Druck aus seiner Seite, dass Premier Morawiecki eigentlich in die Lage gebracht hat, in der tatsächlich auch bereit war, EU-Haushalt zu blockieren. Und jetzt, wer ist Zbigniew Ziobro, das wissen wir mehr oder weniger, aber was ist seine Partei? Er hat nämlich eine Partei, die heißt Solidarna Polska, also Solidäres Polen. Das ist eine Mikropartei, die... Die meisten Wähler wissen gar nicht, dass diese Partei existiert, aber förmlich unsere Regierung in Polen, das ist eine Koalitionsregierung. Da gibt es 3 Parteien, Recht und Gerechtigkeit, die große, die wichtige, die alle kennen mit Kaczynski, die kleine liberale Partei von Gowin und die kleine extrem konservative oder was wir auch nennen wollen, diese Solidäres Polen von Herrn Ziobro. Und diese Partei in den letzten Umfragen hat das Ergebnis von 1,8% bekommen. Ist nun die Frage, was macht Herrn Ziobro so stark, dass er eigentlich fast die ganze Konstruktion von dem EU-Haushalt in die Ruine gebracht hat. Es ist nicht nur das, dass er, dass seine Stimmen, die Stimmen von seinen ein paar Abgeordneten unentbehrlich sind, um die Mehrheit der Regierung zu geben. Es ist auch das, dass er auf dem polnischen Twitter enorm aufgepumpt wurde, sozusagen. Er hat eine enorme Zahl von Followers und eine, glaube ich, sehr gute Statistik. Jetzt warum? Er fühlt sich stark. Er wird betrachtet von vielen Politikern von Recht und Gerechtigkeit als ein starker Politiker wegen seiner Popularität auf dem Twitter. Der polnische Twitter ist ein sonderpolitisches Phänomen, denn das ist eine sehr kleine Blase an sich. Da sind vielleicht 2 Millionen Menschen insgesamt, die polnischen Twitter-Users. Und trotzdem behaupte ich, dass die starke Position von Herrn Ziobro in der Morawiecki-Regierung beruht, zumindest zum Teil darauf, dass er sich sehr stark auf dem polnischen Twitter positioniert. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie diese Mechanismen sehr merkwürdigerweise manchmal wirken können. Hätte er einen so großen Applausus im Internet nicht bekommen,
hätte er nicht diesen Mut gehabt, so einen starken Druck auf den Premier aufzuüben. So denke ich. Und bedanke mich an dieser Stelle. Ja, vielen Dank. Wir haben einige Medien, die, sage ich mal, in Anführungszeichen demokratisch, deren Vorstände demokratisch und nicht rein über Businessentscheidungen bestellt worden sind. Das war Herr Kurski und TVP. Ich weiß nicht genau, Jacek, ob du das gemeint hast, als Vorbild oder Modell. Aber vielen Dank, das war höchst interessant. Und das ist ja in der Tat nicht einfach zu erklären. Auf der europäischen Ebene wäre das echt ein Phänomen, wenn eine Partei mit einer so geringen Unterstützung tatsächlich zu diesem Veto geführt hätte. Wir haben viel über Medien gesprochen. Und jetzt ein Stichwort, das immer häufiger vorkommt, das mit den Medien und mit den Veränderungen in den Medien verbunden ist, und das ist nämlich die Polarisierung. Wir haben nach diesem Annus Horribilis mit Covid, haben wir endlich mal Impfung in Sicht, oder eigentlich haben wir schon die Impfung, aber wir haben keine Impfung gegen Polarisierung. Sollten wir die überhaupt suchen? Denn wenn man das so betrachtet, das ist eine gewissermaßen Optimierungsstrategie, dass die Politiker weniger leisten müssen auf dem Bereich von Policies. Sie engagieren sich dafür eher in Dopaminapolitik mit Unterstreichung von den Fragen, die mit der Identität zu tun haben, dass wir immer weniger Swing Voters haben, dass sich die Leute einfach sehr stark identifizieren. Ihre Präferenzen bringen sie oft zum Ausdruck auf dem Facebook. Sie streiten. Man kennt viele Leute, die einfach auf Facebook streiten, aber man kennt wenige, die sich überzeugen lassen. Ja, also das irgendwie ist ein Fragezeichen, inwieweit das eigentlich eine Debatte ist. Stichwort Überzeugung und Überzeugungskraft. Ja, also wir haben viel über Medien gesprochen und es gibt diesen offensichtlichen Zusammenhang zwischen wie unsere Demokratie funktioniert und der Medienlandschaft, die sich verändert. Ja, was ich wie ich sagte, ja, dieses Jahr ist besonders. Wir haben Covid, aber jetzt ist Impfung in Sicht oder eigentlich schon da. Fragezeichen, kann man Impfung gegen Polarisierung finden? Welche wäre die Bausteine? Denn die Polarisierung, die kostet einfach viel für unsere Institutionen. Das ist eine Optimierungstechnik, dass die Politiker und die Parteien einfach die Wähler zu einem niedrigeren Preis bei sich halten können. Die müssen nicht immer tolle Policies anbieten. Stattdessen investieren sie mehr in Politics, in dopamingesteuerte Politik. Die Identitätsfragen werden unterstrichen. Die Wähler, es gibt immer weniger dann Swing-Wählers, die streiten gerne auf sozialen Medien. Viele äußern sich, aber ganz wenige lassen sich überzeugen. Ja, das ist ja weniger über Debatte, das ist eher über Signaling, eigene Kraft und wie viele unsere Meinungen unterstützen. Konflikt gewinnt, Kompromiss und Kompromissfähigkeit verliert. Das sind die Konsequenzen. Wie kann man entgegensteuern? Wie können sich die Institutionen dem anpassen? Das wäre meine Frage. Und jetzt wollen wir von Professor Machiavelli vielleicht beginnen. So, vielen Dank. Das ist ein großes Thema, ein großes Problem, so wie die anderen. No? Die Polarisierung der öffentlichen Meinung angesichts der Möglichkeiten der politischen Entscheidung kann ein Problem für die demokratischen Institutionen darstellen. Wenn wir überlegen wollen, ob eine Modernisierungsverfahren, Impfungsprogramm in Frage zu nehmen ist, um diese Probleme zu fixieren, ich denke, müssen wir eine Prämisse berücksichtigen. Die Raison d'être der demokratischen Institutionen, das, was sie legitimiert eigentlich. Diese Raison d'être liegt in ihrer Fähigkeit, Gelegenheiten für den Vergleich und die Synthese zwischen politischen Positionen zu ermöglichen. Ich möchte sagen, dass indem demokratische Institutionen
einen Raum für politische Entscheidungen schaffen, schaffen sie auch einen Raum für die Bedingung der politischen Auseinandersetzung. Es geht nicht darum, die Autonomie oder Freiheit der politischen Initiative zu beschränken. Im Gegenteil, es geht darum, sie Instrumente anzubieten, die sie mit dem Problem des Interesses an Koexistenz und mit dem Problem des Zusammenhalts der Gesellschaft in Verbindung bringen. Außerdem, die Wirksamkeit dieses bedingten Raums für die Auseinandersetzung zwischen politischen Akteuren ergibt sich darüber hinaus auch aus der Anerkennung, den diese Akteure diesbezüglich äußern. Das heißt, demokratische Institutionen sind notwendigerweise mit einer Spannung ausgesetzt. Politische Akteure, die aus der Gesellschaft geprägt sind, werden in den von den demokratischen Institutionen geschaffenen politischen Raum hingezogen. Sie versuchen, diesen Raum zu besetzen. Damit aktivieren und bestätigen diese Bedingungsverfahren, der die Demokratie charakterisiert. Deshalb ist es für Demokratien grundlegend, sich auf Regeln zu verlassen, die nicht der Kontrolle politischer und sozialer Akteure unterliegen. Dies zeigt die Bedeutung der verfassungsrechtlichen Dimension und insbesondere jene bestimmte Denkweise über die Verfassung, die in der Geschichte den Namen der Konstitutionalismus angenommen hat. In dieser Perspektive ist die Verfassung das Instrument, das dazu dient, die staatlichen Gewalten zu begrenzen und garantierte Autonomiesphären für die Staatsangehörigen zu sichern. Damit wird die Verfassung zu einer Voraussetzung, zu einer grundlegenden Prämisse, die dem politischen Wettbewerb vorausgeht. Die Verfassung bildet den Rahmen, dank dessen es möglich ist, jenen früheren Wettbewerb zwischen den politischen Akteuren zu realisieren, diesen Wettbewerb, der die Demokratie mit Bedeutung fühlt. Der europäische Konstitutionalismus entwickelte nach dem Zweiten Weltkrieg diese Vision der Verfassung. Er schuf neben souveränen Institutionen, die durch den Impuls politischer Akteure agieren, auch souveräne Institutionen der Garantie, um die Unantastbarkeit der Grundprinzipien und der in ihnen verankerten Werte über die Zeit zu bestätigen. Es geht um Prinzipien und Werte, die aus dem politischen Wettbewerb herausgelöst sind, damit als Basis des Zusammenhalts der Gesellschaft dienen können. Die Verfassungsgerichte, die Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit der Gesetze sind solche Einrichtungen, die sich aus diesem Ansatz ergeben. In Kurze zu schließen hier in diesem Punkt. Es ist also möglich, die Institutionen zu modernisieren. In mancher Hinsicht ist es unvermeidlich. Aber ausgehend von diesem festen Punkt, der die Souveränität der Verfassung betrachtet. Vielen Dank. Jetzt wollen wir die österreichische Perspektive hören. Da wir aber zwei Vertreter von Österreich haben, darf ich Sie bitten, Ihre Aussagen jetzt ein bisschen kürzer zu fassen, denn wir es mit der Zeit, damit wir das schaffen. Ja? Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Beaufort. Ich möchte eingangs gerne fragen, gibt es denn empirische Untersuchungen, die nachweisen, dass digitale Medien die Polarisierung fördern? Also ich denke, das wäre auch ganz gut die Frage an Sie als Medienwissenschaftlerin. Mir sind tatsächlich keine bekannt. Also wir kennen das Phänomen, dass in der Medienberichterstattung Politics-Themen die Politics-Issues übertrumpfen.
Aber das kennen wir in der österreichischen Wahlberichterstattung spätestens seit der Jahrtausendwende, als das Internet in Österreich noch keine nennenswerte Bedeutung hatte. In der Kommunikationswissenschaft wird dieser Prozess als Mediatisierung der Politik beschrieben, der in den USA schon in den 80er Jahren eingesetzt hatte. Er wird als Resultat erstens eines Autonomiegewinns der Medien gegenüber der Politik und zweitens als Folge der Ökonomisierung der Medien beschrieben. Das können durchaus bedenkliche Entwicklungen sein, aber ob sie zur Polarisierung beitragen, schon für sehr fraglich. Und das gilt noch mehr für kommunikationstechnologische Veränderungen. Der Kommunikationswissenschaftler Lutz Hagen, deutscher Kommunikationswissenschaftler, sagt aufgrund seiner in Deutschland gemachten Untersuchungen ganz klar, also es zeigt sich, dass die Befürchtung einer durch das Social Web in allen Bevölkerungsgruppen stark polarisierten Gesellschaft den Befunden einer soliden wissenschaftlichen Analyse nicht unbedingt entspricht. Aber natürlich, also eine und dagegen steht eigentlich oder sehr klar eine nahezu integrationsfördernde Wirkung über soziale Medien, die tatsächlich nachweisbar ist bei Menschen mit höherem Bildungsgrad. Das heißt, meines Erachtens wird in dieser Frage Bildung zum zentralen Moment. Also, und Polarisierung könnte natürlich auch eine Art Kollateralschaden von Orientierungslosigkeit sein. Und die Antwort auf Orientierungslosigkeit ist aber auch grundsätzlich Bildung. Allerdings, und da habe ich schon Zugriff auf Empirie, sprechen die Ergebnisse internationaler Befragungen wie der World Value Survey für einen kontinuierlichen Wertewandel seit den 1970er Jahren. Werteforscher Ronald Engelhardt und Kollegen sehen eher darin den Grund für die zunehmende gesellschaftliche Polarisierung, die sich zwischen den Polen Sicherheit und Autorität einerseits und Selbstentfaltung und Engagement andererseits bewegt. Also vielleicht ergibt die Diskussion unseres vierten Themas hier da noch erhellende Details. Vielen Dank. Ich darf jetzt Professor Hübbelt um eine Kommentierung bitten. Ja, es gibt ja einen schönen, etwas boshaft, wenn wir etwas ändern können, werden sie vor. In dem Sinn halte ich Polarisierung für was durchaus Positives, weil dann enden wir sozusagen so wie in Polen 51-49%, wie in den USA knapp gefochten wird, dann wird die Entscheidung wirklich vom Wähler bei den Wahlen getroffen. Wenn derselbe Mainstream immer regiert, das mag sehr positiv sein von den Resultaten, das ist ein aufgeklärter Absolutismus. Da müssen wir Josef II. Aus der Kapuzinergruft wiederholen. Dann läuft es mit den Policies großartig, zumindest aus der Perspektive von oben. Aber das ist dann nicht unbedingt Demokratie. Es muss nicht alles, was uns gefällt, demokratisch sein und nicht alles, was demokratisch muss uns gefallen. Es sind zwei unterschiedliche Dinge. Und ich würde bezweifeln, ob Polarisierung, kann man auslegen so oder so, bei uns wirklich so vorherrschend ist. Wir hatten eine Phase der Polarisierung, nämlich den Kalten Krieg. Da war wirklich Polarisierung. Es gab auch innerhalb der Länder das, was man germarxistisch den Klassenkampf nennen könnte. Zwei große Parteien, Kapital und Arbeit, die ständig aufeinander trafen. Mit sehr wenig Swing. Was wir heute haben, Polen ist ein bisschen die Ausnahme, gerade in Italien und Österreich, sind enorme Swings. Es gibt Parteien, die zwischen 35% binnen eines Jahres wechseln. Die Cinque Stelle, die FPÖ, die Grünen von 3 auf 20 und dann wieder hinunter. Also das ist überhaupt nicht so polarisiert. Was wir wohl haben ist, die alte Polarisierung war eine entlang ökonomischer Kategorien. Da ist der Kompromiss immer relativ einfach. 50-50, wir teilen es auf. Ne? In Kulturkampfthemen oder in Themen, die von ihren Protagonisten als sozusagen Jahrhundertthemen ausgeschildert werden, globale Erwärmung, Massenzuwanderung, ist die Frage des Kompromisses sehr viel schwieriger. Das macht wahrscheinlich diesen Eindruck der Polarisierung, weil es um angebliche Wertfragen geht, wo ich nicht sagen kann, treffen wir uns in der Hälfte. Ne? Und da sind die Medien, verstärken diesen Eindruck wohl. Ich glaube, die Polarisierung spielt sich in dem Bereich ab, darum ist sie uns ein solches Thema. Im akademischen, journalistischen, da wird sozusagen gefochten. Der Wähler
nimmt das überhaupt nicht so wahr, glaube ich. Sonst wären diese großen Swings nicht so möglich. Der Wähler ist auch nicht auf dieser Skala leicht einzuordnen. Der Wähler, wie wir alle, möchte to have your cake and eat it. Er möchte lieb zu allen Ausländern sein, aber sie nicht bei sich haben. Er möchte die grüne Umwelt, aber möglichst viel Auto fahren und nicht sparen. Das ist, wollen wir alle so. Das heißt, da ist die Polarisierung nicht klar. Die Polarisierung im alten System war meines Erachtens viel dramatischer. Was wir jetzt haben, ist die Unübersichtlichkeit etc., der große Swing. Mag in Polen jetzt ein bisschen ein Sonderfall sein, auch vielleicht die letzten Jahre in den USA, aber in Großteils Mittel- und Westeuropas haben wir genau diese enormen Swings und haben wir nicht die Polarisierung. Wir haben neue Probleme, die neue Formstellungen hervorrufen, aber nicht die Polarisierung, die wir über Jahrzehnte hatten und die wirklich sehr scharf war. Denken wir an Brigade Rosse, Rote Armee-Fraktion und so weiter, da wurde geschossen. So weit sind wir Gott sei Dank nicht. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank. Wird diese Einschätzung von der polnischen Seite oder, ja, jetzt frage ich unsere Politikwissenschaftlerin, Frau Minkowska-Norkiene, ob diese Einschätzung auch geteilt wird? Denn wir haben in Polen gerade auch in Social Medien öfter so Cartoons gezeigt, dass sich Leute auch zu Weihnachten streiten, dass die Familie, wenn sie zusammenkommen, dann die einen wollen die anderen umbringen. Vorher hat man das so oft nicht sogar gesehen. Also die Wahrnehmung ist auf jeden Fall. So, ist es einfach nur die Wahrnehmung oder ist es mehr als die Wahrnehmung? Nee, ich sehe das schon ein bisschen anders. Also ich möchte darauf verweisen, was Professor Höbelt gesagt hat, aber ich sehe das schon anders. Also Gesellschaften werden zunehmend gespalten, ja. Aber die Trennlinien sind sehr unterschiedlich. Also dass wir alle Konflikte mit allen anderen haben und das eigentliche Problem ist, dass Politik zu einer Emotion geworden ist, wie Dr. Sikorski gesagt hat. Und derjenige, der die Emotionen der Wähler versteht, gewinnt. Aber die Strategie, welche Wähler wir gewinnen wollen und warum, ist nicht mehr offensichtlich. Also kann man bei der Polarisierung mit einer Trennlinie verlieren, wenn es auf der anderen Seite Emotionen gibt und eine ähnliche Anzahl von Menschen von ihnen geleitet wird. Darüber hinaus stimmen die Jüngsten ohnehin für das Exotische und das Extreme, sodass es keinen Sinn macht, eigentlich sie mit einer rationalen Botschaft anzusprechen. Und die älteren jungen Menschen haben bereits genug von Kämpfen, denke ich, und Konflikten, insbesondere junge Frauen. Und sie suchen nach Vertretung in Gruppen, die Lösungen für die bestimmten Probleme im Programm haben. Lassen Sie mich ein Beispiel geben. Im vergangenen Jahr, in 2019, wurde in Polen eine Umfrage durchgeführt, um herauszufinden, was junge Polen, also von 18 bis 39 Jahre alt, als die größten Bedrohungen wahrnehmen. Erstens war das Klimawandel, also 28% Befragten, dann LGBT+, 24%, dann Exekt vor Polexit, Gesundheit, also Gesundheitsschutzsystem und dann nationalistische Bewegungen. Aber wenn wir uns ansehen, wie es aus geschlechtsspezifischer Sicht aussieht, ist es denn anders? Also, nun junge polnische Frauen haben größte Angst vor Klimaveränderung, also Klimakrise, kurz danach vor der Katastrophe des Gesundheitswesens, der Intensivierung nationalistischer Bewegungen, und dem Polexit. Und junge Männer fürchten Geschlecht und LGBT+, also Gender, nicht Geschlecht, sondern Gender als Ideologie, würde ich sagen. Die Klimakrise, das Altern und Russland. Also ein Jahr nach der Studie haben wir eine Pandemie und große Probleme mit Gesundheitswesen. Wir haben Nationalisten, die am 11. November Wohnungen rauchen.
und fast ein Veto gegen den Europäischen Union Haushalt. Also gute politische Lieferungen, sondern sollten an jede von dieser Gruppen irgendwie separat gehen. Das ist klar. Außerdem haben wir einfach zu wenig Fragen in Politik. Wenn wir mehr hätten, wahrscheinlich wäre es vielleicht anders, die Polen auf eine Pandemie und diese ganze Krise vorzubereiten. Aber wer also Emotionen verstellt, auch, also die Botschaft irgendwie mikropositioniert. Ich denke, dass Joe Biden das gemacht hat und nicht eine Botschaft mit weniger Sätzen folgt, zeigt, dass, also und zeigt, dass der Welt irgendwie schwarz und weiß ist, gewinnt einfach. Das, so denke ich. Ich sehe auch großes Potenzial in der Kommunikation, die sowohl ökonomisch irgendwie sich orientiert, so nämlich in der Kommunikation wirtschaftliche Vorteile zum Beispiel von der Europäischen Union zeigt. Und hier die Europäische Union könnte eine Strategie oder solche Strategie auch zeigen, zum Beispiel, dass also Europäische Union fehlt eine Kommunikationsstrategie, das ist ganz klar. Wahrscheinlich wird das eine bauen, aber wir warten noch. Aber es gibt noch die Werten und diese zweite, würde ich sagen, Botschaft, die mit diesen Überstimmen von den Wählern geteilt. Und die EU kann sowohl Geldautomat für viele Gruppen sein, aber für jede von dieser Gruppen, als auch die christliche oder liberalen Wurzeln von Europa zeigen, also für jede etwas. Ob das wirklich ein Erfolg bringen kann, ich denke ja, also diese Trennungen, Populismus, das braucht neue Art der Kommunikation. Aber das braucht auch Verständnis, dass es sich um einfach die Emotionen, die Emotionen berührt. Ja, wahrscheinlich, das wird irgendwie die liberale Demokratie schützen. Wahrscheinlich, aber das ist unklar völlig. Aber ich denke so, dass es als eine Hoffnung gibt, auch in der Europäischen Union, in Demokratie, einfach in liberale Demokratie, dass das sich lohnen kann, diese Mikropositionierung und irgendwie Verständnis, dass es mehrere Trennungslinien gibt, nicht nur eine. Okay, danke. Bitten. Marco? Ich darf, vielen herzlichen Dank, und ich darf jetzt Dr. Sokołowski um seine Stellungnahme bitten. Ich wollte nur kurz hinfügen, dass es vielleicht auch von Bedeutung ist, welche Art der Polarisierung? Polarisierung an sich ist nicht 100% eindeutig. Denn wir können von Polarisierung sprechen in dem Sinne, dass die Anhänger der einen oder der anderen Partei nicht mehr bereit sind, die Seiten zu wechseln, zu übergehen. Aber wir können ja auch an einem gewissen Grad der Ablehnung denken. Und in Polen besonders wichtig erscheint mir, dass unsere politische Polarisierung oder unsere Aufteilung der polnischen Bühne, die beruhte immer sehr stark auch auf parallelen Delegitimisierung des Gegners. In der ersten Dekade der Dritten Republik, da war die Bühne im Groben aufgeteilt auf die postkommunistische Partei und die Postsolidaritätsparteien. Und der Hauptargument in dem politischen Diskurs war
aus der Seite vielen Postsolidaritätsparteien, dass die Postkommunisten eigentlich in der Politik gar nicht existieren dürfen sollen. Sie haben kein morales Mandat, sich an der demokratischen Politik zu beteiligen. Die sind schuldig der totalitären Vergangenheit und so weiter und so weiter. Und das war ja nie ein ernsthaftes politisches Projekt. Es gab nie die, oder vielleicht ganz am Anfang der 90er Jahre gab es knappe Chance, dass es eine Art der Kommunisierung wie in der Tschechischen Republik oder in der ehemaligen DDR, das heißt in den neuen Bundesländern, dass das ein förmliches Verbot der Teilnahme an der demokratischen Politik zeitübergehend für gewisse Funktionäre der kommunistischen Partei eingeführt wäre. Aber das war im Grunde nie möglich in Polen. Und das hat ein großes Ressentiment für viele Wähler angeboten, sozusagen, dass man eigentlich tief abgelehnt hat, all das Recht der postkommunistischen Formation, sich an der Politik zu beteiligen. Und das ist dann einigermaßen in die zweite Phase, in die Dekade Tusk-Kaczynski-Rivalität übergegangen oder ist übernommen worden, als die politische Bühne aufgeteilt war, hauptsächlich zwischen zwei hegemonischen Parteien, Bürgerplattform und Recht und Gerechtigkeit. Okay, wir haben wieder eine technische Störung. Wir werden dazu noch mal kommen, aber um fortzusetzen, denn wir haben nur wenig Zeit vor uns. Diese Sachen, die Dr. Sokołowski besprochen hat, sieht man eigentlich nicht nur in Polen. In Polen sind sie sehr ausgeprägt, aber zum Beispiel die Rivalität zwischen den Republikanern und den Demokraten in den USA. Man spricht von denselben Werten, also the American way of life, Demokratie. Also das konnte man wohl sagen, ist gemeinsam. Aber die eine Seite sieht die andere Seite als diejenige, die diese Werte existenziell gefährdet. Und also diese Absprache der fast schon Existenz der anderen Seite, das beobachtet man klar in Polen. Aber das beobachtet man nicht nur in Polen. Laut vielen Umfragen, es gibt enorm viele Wähler in den USA, die tatsächlich glauben, dass die Wahlen gefälscht worden sind. Ja, ohne jetzt auf Untersuchungen zurückzugreifen, es ist mir nicht bewusst von einer ähnlichen Situation in der jüngsten Vergangenheit. Diese Delegitimisierungsprozesse auch in breiten Wahrnehmung. Also mein Gefühl ist, dass das sieht man in manchen Ländern, aber das ist ein Phänomen, das nicht nur lokal ist, sondern in unterschiedlichen Ländern deutlich zu sehen ist. Meine Frage, die Punkte, die wir besprochen haben, jetzt verbindet und einen Blick auf Europa wirft. Wir leben in der Europäischen Union. Wir haben gesprochen über die drohende Blockade von dem Budget. Dazu ist nicht gekommen. Aber Streitpunkt war eben, das kann man zusammenfassen, inwieweit darf sich die Europäische Union einmischen darin, was in den jeweiligen Ländern abläuft. Wir haben zum ersten Mal in Europa jetzt Artikel 7 Verfahren gegen Polen. Ja? Und die Vorstellungen, die gehen auch stark auseinander, auch jetzt, wenn wir die Pandemie hatten. Die einen haben gesagt, ja, die Pandemie hat belegt, dass nur gemeinsam, nur auf europäischer Ebene können wir was dagegen tun. Die anderen sagen, Nationalstaat hat sich bewährt. Nur starkes Nationalstaat kann was unternehmen, das tatsächlich effizient ist. Also diese Meinungen gehen auseinander. Ein weiteres Beispiel aus Polen. Wir haben jetzt einen Streit in Polen über Abtreibungsrecht. Das ist eine Sache, die stark auf Werten beruht, auf Weltanschauungen. Da ist die Gesellschaft sehr gespaltet. Das sieht man im Fernsehen mit diesen Demonstrationen. Und da ist auch auf Seiten von einigen die Erwartung groß, dass sich möglicherweise die Europäische Union einmischen soll. Sollte man da gewisse europaweite Standards schaffen? Welche ist die Cost-Benefit-Analysis von diesen Vereinheitlichungen?
Ein letzter Punkt, bevor wir die Diskussionsrunde jetzt zu diesem Thema anfangen. Die jetzige Europäische Kommission, man hat eine neue Stelle, eine Kommissionarstelle geschaffen for the protection of European way of life. Das heißt letztendlich, ich denke ein bisschen anders, aber das war diese Idee. Ja? Aber das ist die Frage, gibt es eigentlich sowas in Europa wie the European way of life? Oder sollten wir eher uns auf Diversity Management fokussieren? Also die Frage wäre Cost-Benefit-Analysis dessen, ob sich Europa, Brussels stärker oder weniger stark in die Angelegenheiten der europäischen Länder einmischen soll. Eine Frage, diese Sachen, die auf Werten beruhen, wie LGBT-Rechte oder Abtreibungsrechte, oder aber auch die Vorstellungen über die Rechtsstaatlichkeit. Das wäre meine Frage und ich möchte diese Runde mit meinen polnischen Kollegen jetzt anfangen. Jacek, bist du schon mit uns? Immer noch technische Störung. Also, bis Jacek wiederkommt, Renata, darf ich dich um Kommentar bitten? Okay, danke schön. Also, in Artikel 2 des Vertrags von Lissabon sind die europäischen Werte aufgeführt, aber wir vergessen Artikel 3, in dem steht, wofür sie bestimmt sind. Okay? Ziel der Union ist es, den Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen ihrer Völker zu fördern. Okay? Die Union bietet ihren Bürgern einen Bereich der Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit ohne Binnengrenzen. Okay? Und um das zu schaffen irgendwie, es geht nicht um das Geld, okay, oder um ökonomische Integration. Also, ja, Europa respektiert ihre reiche kulturelle, sprachliche Vielfalt und gewährleistet den Schutz und die Entwicklung des europäischen Kulturerbes. Aber Europa, Europa ist reich und vielfältig, ja. Aber das muss irgendwie geschützt werden. Also die Europäische Union ist kein Gebiet des Wohlstands und der Gerechtigkeit. Wenn jemand, der das Unglück hatte, in Polen als homosexuelle Person geboren zu werden, in die Niederlande gehen und dort friedlich und wiedervoll leben kann, okay? Nee, die Union ist hier, damit Polen, okay, ein Raum ist, an dem sich diese Person genauso gut fühlen kann wie in den Niederlanden. Also genauso wie ein Katholik oder eine Frau oder ein Kind. Oder also das sind die europäischen Werte und das ist European Lifestyle. Okay, dass wir alle hier wirklich diese Ziele von der Europäischen Union irgendwie implementieren. Also das EU-Recht regelt die Abtreibung nicht. Das ist ganz klar, okay? Es gibt auch keine solche Notwendigkeit. Aber die Frage der Abtreibung bei schweren fetalen Defekten, die vom Verfassungsgericht auf politischen Befehl entscheiden wird, das betrifft nicht nur das Recht auf Leben, okay? Also Artikel 38 der Verfassung, aber auch Würde und Gleichbehandlung. Okay? Und das ist der Bereich der Grundrechte und europäischen Werte. Warum gibt es in der EU keine Todesstrafe zum Beispiel? Okay? Weil wir ein Raum sind, in dem dies gegen unser Verständnis den Menschenrechte verstößt. Es sind europäische Werte, die einfach die Welt schützen, nicht in Schwarz-Weiß, sondern irgendwie mit aller ihrer Komplexität irgendwie wahrgenommen zu werden. Und deswegen, das kann wahrscheinlich eine Antwort sein gegen Populismus, über den wir bereits gesprochen haben und höchstwahrscheinlich auch gegen die Polarisierung. Also das wäre meine Antwort. Danke.
Jacek, ich frage jetzt Dr. Sokołowski. Wie siehst du diese Frage? Können solche Fragen, sind das überhaupt politische Fragen? Und wenn ja, kann die EU die entscheiden, wenn die EU Demokratiedefizite aufweist? Es gibt nicht so etwas wie eine europäische öffentliche Meinung, die ist immer noch fragmentiert. Wir haben nationale Zeitungen und Fernsehen. Es gibt nicht so etwas wie europäische öffentliche Meinung. Wie siehst du das, diese Frage, Spannungsverhältnis, diese Fragen und EU-Standards? Ja, Entschuldigung, verzeihen Sie meine technischen Probleme. Und jetzt plötzlich sind wir schon an die letzte These übersprungen. Ich habe die Chance verpasst, überhaupt etwas über die Parteien zu sagen. Darf ich nur sagen, dass ich doch an die Parteien glaube? Ich glaube, die Parteien, die werden noch lange da mit uns und es ist schwierig mir vorzustellen, über längeren Zeitraum noch, dass wir Politik ohne Parteien machen können. Das ist nur die Frage, wie diese Parteien funktionieren werden. Also die Frage der Cleavages, ob wir noch in Europa solche große soziopolitischen Spaltungen, solche Cleavages wie in dem vergangenen Jahrhundert erleben werden. Das geht jetzt eher Richtung kleinere Gruppierungen und die Politik wird meines Erachtens viel mehr desorganisiert sein und mehr zersplittert, weniger stabil natürlich. Und das lässt mir an die EU vielleicht anknüpfen. Ich glaube, so wird auch die EU sein. Ich glaube, das, was wir vielleicht noch bis relativ nicht lange her geglaubt haben, dass EU Richtung größere Institutionalisation evoluierte, dass diese Zeit eher vorbei ist. Denn die internen Spannungen, die auch durch Globalisierung an die EU, die Globalisierung wirkt sich auf die EU aus, auf die Weise, dass sie interne Spannungen aggraviert. Und dieser Konflikt, der in der EU sichtbar ist zwischen Nord und Süd, das ist ökonomischer Konflikt, darum ging es ja auch hauptsächlich in dem letzten Haushalt und auch zum Teil die ganze Conditionality-Problem war dadurch bedingt. Und Polen ist so quasi zusätzlich dazu gezogen. Also ich glaube, EU wird jetzt viel weniger Chancen haben, sich stärker zu institutionalisieren und sich in eine supranationale Struktur zu institutionalisieren. Ich glaube, sie wird ebenso nicht zugeschlossen bleiben, nicht unvollkommen bleiben, gewisse Massen. Das ist möglicherweise auch nicht schlecht. Alles wird davon abhängen, wie die europäischen Staaten und ihre Politik weitergeht. Das wird sich ja auch auf die EU auswirken. Die EU kann wenn wir jetzt an den Werten denken, ich glaube, die EU kann durch ein gemeinschaftliches, sagen wir, Wertemodell auf die Nationalstaaten Einfluss üben, aber ich glaube, sie wird nicht mehr imstande sein, die gemeinsame Rahmenordnung für die Werte bindend zu formulieren. Vielen Dank. Ich darf jetzt Professor Hübelt seine Anmerkungen bitten. Ja, ich mache es ganz kurz. Ich halte es für eine absolute Unsitte, Sonntagsreden in juristische Texte einzubauen. Das sind all diese Wertekataloge in der Verfassung. Da gehört ein einziger Auftrag her, ein Computer Delete. Wir haben die Debatte gehabt in den USA seit immer schon. Das ist ein gutes Beispiel, weil es auch eine Frage Zentralismus, Föderalismus war. Ein absoluter Befürworter von Strict Construction. Rechtssicherheit besteht dann, wenn ganz klar das exekutiert wird, was im Gesetz auch steht und wie es der Gesetzgeber gemeint hat. Und nicht das, was man in verwaschenen Formulierungen Jahrzehnte später hineininterpretieren kann. Insofern bin ich heilfroh, auch wenn er nur 1,8% der Wähler repräsentiert, dass der polnische Justizminister das Veto gefördert hat und eingelegt hat. Weil damit ist die Cost-Benefit-Analyse für die EU jetzt einmal klar. Wenn ich mich überall einmische, bin ich in meinen Kernthemen nicht mehr in der Lage zu handeln.
Da ist die Cost-Benefit-Analyse jetzt vollkommen klar. Und da ist einmal ein, im Deutschen würde man sagen, ein Schuss vor den Bug gesetzt worden. Um zu sagen, die EU ist sehr wichtig, sie hat ganz klare Aufgaben, die sehr wichtig sind und die soll sie erfüllen. Und in allen anderen Dingen, wo natürlich überall Lobbys da sind, die sie zum Handeln auffordern, soll sie einfach mal lernen, jetzt zu sagen. Danke. Vielen Dank. Und Frau Dr. Beaufort? Ja, also ich versuche jetzt mit meinem Abschlussstatement nochmal zugleich zu antworten und auf die letzte Frage und einige Antworten auf vorher offen gelassene, wichtige gefallene Punkte zu geben. Wie schon kurz angemerkt, wir beobachten seit den 70er Jahren einen Wertewandel, der auch mit unterschiedlichen normativen Auffassungen eines demokratischen Gemeinwesens einhergeht. Das heißt, während materialistische Werte in der Gesellschaft an Bedeutung verlieren, werden postmaterialistische Werte, also sogenannte Self-Expression-Values, wichtiger, was unter anderem auch zu stärkerem Individualismus und höherer Eigenverantwortung führt und den Blick auf Demokratie verändert, sodass die liberal-repräsentative Vorstellung von Demokratie zunehmend auch durch Verständnisse ergänzt wird, die auf eine eher unmittelbare, aber durchaus divers realisierte Teilhabe der Bürgerinnen zielen, sodass neben das liberal-repräsentative Verständnis, wie wir es in den meisten europäischen Demokratien kennen, als weitere Basisform eben das vorher schon kurz angesprochene partizipatorische Verständnis rückt. Das heißt, in der gesellschaftlichen europäischen Realität greifen gegenwärtig beide ineinander. Und die Konsequenzen dieser Wandlungsprozesse sind noch nicht eindeutig abschätzbar. Aber idealiter, und das kann man auch schon zeigen, verschiebt sich damit der Fokus von Politik und politischer Öffentlichkeit von der auf Mehrheitsfindung und Mehrheitsentscheidung ausgerichtete Debatte gruppenbasierter, also auch parteienbasierter, weltanschaulicher Ideen in der liberal-repräsentativen Demokratie zur Artikulation persönlicher Anliegen, die der Vernetzung bedürfen und die eine kontinuierliche Mitgestaltung des Gemeinwesens nach sich ziehen wollen. Ne? Damit strebt das partizipatorische Modell die Inklusion möglichst vieler in diese demokratische Öffentlichkeit an, die ihre persönlichen, also auch was Herr Sokolowski schon angemerkt hat, mit dem Erleben, ja, mit dem der Anschluss an die eigene Lebenswelt, also die ihre persönlichen, für den eigenen Lebenskontext relevanten Anliegen und Positionen in die gesellschaftliche Auseinandersetzung einbringen und diese meist themenbezogen und nur lose organisiert vernetzen. Ja. Und hierbei, also hier zeigt sich auch der fehlende Fokus auf Abstimmungen, dass das ein sehr unterschiedliches Modell zur Formen direkter Demokratie ist, weil das noch irgendwie eine Frage war. Wichtig dabei ist, dass das kein Gegenmodell zur Repräsentation ist, also dass das nicht ein Modell ist, dass das für eine Abschaffung oder sich ein Weiterentwickeln über eine Parteiendemokratie erhebt, sondern als Ergänzung gedacht ist auf lokaler Ebene und in spezifischen gesellschaftlichen Bereichen einfach Bottom-up-Beteiligungsformen vorsieht, Arbeitsmarkt zum Beispiel, Arbeitspolitik, und damit Demokratie erlebbar und anschlussfähig macht für die Menschen. Und das kann dann über eine Schnittstelle auf nationaler und supranationaler Ebene in ein liberal repräsentatives Verständnis münden. Dafür braucht es neben dem ursprünglichen Informed Citizen, der nur in seine Wahl in der Wahlzelle Entscheidungen treffen musste, den Empowered Citizen. Und um die Menschen zu diesem Empowered Citizen-Dasein befähigen zu können, ist es dann Aufgabe der Medien, sie politisch und gesellschaftlich zu motivieren, zu aktivieren und ihnen auch geeignete Möglichkeiten des Einbringens ihrer Anliegen, der Vernetzung, der Mitgestaltung sozialen Lebens anzubieten. Und hier schließen Ansätze an, die also ich sag mal, das Parteiensystem ist ein Merkmal einer liberal repräsentativen Ausformung von Demokratie. Aber hier schließen eben Ansätze ein, die speziell digitalen sozialen Medien ein nennenswertes funktionales Potenzial zuschreiben.
was tatsächlich auch empirisch zu zeigen ist in einer Studie, die wir gemacht haben über 28 EU-Staaten, die in wenigen Wochen erscheint. Also in Beantwortung Ihrer Frage lässt sich daher sagen, dass ein Mehr an partizipatorischer Demokratie in Ergänzung zur liberal repräsentativen Demokratie insofern eine Antwort auf die gegenwärtigen Herausforderungen sein könnte, als es an die Veränderungsprozesse in der Bevölkerung anschließen und vermutlich auch Polarisierungstendenzen entgegentreten könnte. Wie allerdings diese Diskussion ausgetragen wird, wo die Schnittstellen sind, ist natürlich ein Prüfstein für die demokratische Qualität nationaler und supranationaler Institutionen. Auf dem Marktplatz der Ideen sollten aber in Ländern der Europäischen Union die Stimmen der EU meines Erachtens genauso willkommen sein wie die nationalen Stimmen. Vielen herzlichen Dank. Und wir möchten jetzt eine rechtswissenschaftliche und eine italienische zugleich Perspektive hören. Professor Mattarelli. Vielen Dank. Ich würde erstmal zu diesem Punkt erstmal in Betrachtung nehmen einen anderen Aspekt, der betrifft die Rolle von Verfassungsgerichten und dessen Rechtsprechung. Mir scheint, dass gerade bei Themen wie diesen, bei denen es um ein Wertekonflikt geht und die daher eine potenzielle polarisierende Wirkung auf die öffentliche Meinung haben. Ich denke, gerade bei diesen Themen die Rolle, die Garantieinstitutionen spielen können, sehr nützlich ist. Dies gilt umso mehr in einer komplexen Gesellschaft wie der heutigen, in der der axiologische Bezugsrahmen nicht als einfach monistisch oder von oben verordnet verstanden werden kann. Das mindert in keiner Weise die notwendige politische Debatte, die innerhalb einer Gesellschaft zu diesen Themen stattfinden muss. Es ist offensichtlich, dass diese Themen auf der politischen Agenda stehen müssen. Ohne jedoch in das Risiko einer sozusagen Diktatur der Mehrheit zu geraten. Aus diesem Grund glaube ich, dass die Rolle der Garantieinstitutionen in dieser Hinsicht wertvoll ist. Sie können insbesondere dazu beitragen, diese spaltenden Themen mit dem Problem der Wirksamkeit der von der Verfassung geschützten Prinzipien zu verbinden. Und das ist nützlich auch für die politische Debatte, denke ich. In einem solchen Rahmen kann sich die europäische Verfassungsebene zunächst mit ihren Garantieinstitutionen als eine Chance, ein Potenzial erweisen. Ich denke dabei an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte oder vielleicht auch an den Gerichtshof der Europäischen Union selbst. Dessen Rechtsprechung verstärkt die Aufgabe, diese Frage mit den Grundprinzipien unserer Rechtssysteme in Verbindung zu bringen. Und gleichzeitig, wir vermeiden eine eventuelle, kann man sagen, Übergriffe von der Seite der Gerichtsbarkeiten gegenüber der Autonomie der Politik. In der Tat bringt diese ultrastaatliche Ebene autonome Gerichtsbarkeiten untereinander und auch in Bezug auf die nationale Verfassung Gerichtsbarkeiten ins Spiel. Und dies begünstigt einen potenziellen gegenseitigen Ausgleich zwischen diesen Gerichtsbarkeiten. So, ich denke, das ist ein Potenzial, das können wir in Frage nehmen. Generell ist aber nicht auszuschließen, dass auch die europäische Verfassungsebene ein weiteres Feld für die Politik, für die politische Handeln darstellen kann. Wir haben vorhin über die Möglichkeiten der Modernisierung gesprochen. Wir haben nicht über die Parteien, aber das wäre auch ein Thema gewesen. Diesbezüglich wäre Europa eine Chance. Ich bin ziemlich überzeugt. Nicht im Sinne der Auslösung eines Souveränitätswechsels oder einer Subtraktion der Souveränität von Staaten, sondern im Sinne der Überwindung der staatlichen Monismus,
Was eine andere Sache ist, meiner Meinung nach, als Souveränität. Der staatliche Kommunismus ist ja nur eine der historischen ausprobierten Möglichkeiten, die Souveränität zu gestalten. Man kann auf die Möglichkeit anderen institutionellen Rahmen und territorialen Artikulationen setzen, die nicht die monistische Struktur des Nationalstaates haben. Und die Europäische Union, mehr als ein Superstaat, könnte die Möglichkeit darstellen, anbieten, neue institutionelle Formen und Dynamiken zu erproben, um Demokratie auszuüben. Das ist ein bisschen das, die Herausforderung, finde ich. Und vielleicht liegen die Herausforderungen und die Chancen gerade darin, zu verstehen, zu wissen, wie man auch auf dieser Ebene einen Raum für die Kommunikation und den politischen Handel entwickeln kann, um die Allianz zwischen politischen Akteuren und Demokratie zu erneuern. Das ist ein Weg, ein praktikabel Weg, finde ich, aber muss noch teilweise gebaut werden. Das ist noch ein Werk, das wir machen sollen, aber es ist möglich, es ist eine Möglichkeit, es ist eine Option zur Verfügung. Der Tat, dass wir das gebaut werden, das ist noch zu bauen, ich denke, soll uns nicht viel besorgen, nicht zu viel besorgen, weil, dann komme zu schließen, wie ich oben am Anfang gesagt habe, versuchte zu sagen, die Kraft der Demokratie liegt in ihrem Sein, aber gleichzeitig auch in ihrem Sein können. Vielen herzlichen Dank, Professor Mattarelli. Somit sind wir am Ende unserer Veranstaltung. Ich denke, eine Zusammenfassung jetzt zu wagen wäre fehl am Platz, nicht nur deswegen, weil wir um eine Viertelstunde die zuvor geplante Zeit bereits überzogen haben, sondern die Themen und deren Komplexität, die wir ja eher aufgegriffen haben, als erschöpfend diskutiert haben, würden das kaum möglich machen. Da wir uns aber eher am Anfang dieses Weges befinden als zum Schluss, das ist der Anfang, in diesem Jahr haben wir einfach erst mit dieser Trialog-Reihe angefangen. Wir wollten einfach diese Themen aufgreifen. Eigentlich jede dieser Fragen würde ein separates Seminar oder gesamte Seminarreihe gebühren. Und ich hoffe, dass wir das fortsetzen können und dass wir auch diverse Blickwinkel zusammenbringen können aus unseren drei Ländern, aber auch aus den diversen Disziplinen, die wir vertreten. Ich bin sehr dankbar, dass Sie heute mit uns hier diskutiert haben. Für alle, die das nicht live zuschauen konnten, wird das alles abrufbar auf YouTube. Ich wünsche den Zuschauern und meinen Gästen einen schönen Abend. Ich bedanke mich, Professor Massimo Mattarelli, Dr. Maren Beaufort, Professor Lothar Hübbelt, Professor Renata Minkowska-Norkiene und Dr. Jacek Sokołowski waren mit uns. Ich bedanke mich und beste Grüße aus Wien von der Polnischen Akademie der Wissenschaften. Gute Nacht. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Gute Nacht. Danke.